Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zu Heroes Hour. Ja, wir werden jetzt mal schauen, ob wir vielleicht das Spiel zu einem Ende erzwingen können. Aber wir haben ja hier schon wieder das Unmöglich. Eigentlich dachte ich mir, ich reite jetzt einfach mal durch und schau mal, was passiert. Problem ist, weil wir können jetzt nicht noch eine Folge so weitermachen. Aus irgendeinem Grund ist Grün 28.000 Mal so schnell wie wir, was Kreaturen betrifft. Wir haben inzwischen die Zitadelle, das heißt, noch mehr Kreaturen können wir eigentlich gar nicht erzeugen. Wir haben quasi bis auf den Seelensiphon jetzt alles, was es gibt. Noch mehr Kreaturen geht nicht. Tja. Wir werden sehen. Wir rüsten jetzt noch einmal auf, in der Hoffnung, den fetten Helden vielleicht besiegen zu können. Ja, wo ist er denn jetzt hin? Ah, das ist er. Okay, das ist er. Gut, dann schauen wir mal. Hier noch ein letztes Mal. Max, geht nichts mehr. Okay, ich kann nichts mehr holen. Das bringt mir jetzt auch nichts. Da kriege ich auch keine Monster raus. Können jetzt noch Geld ausgeben. Haben wir es jetzt mal endgültig pleite. Noch ein letztes Mal hier. Okay. Komm jetzt mit der Steuerung schon durcheinander. Noch ein letztes Mal hier austauschen. Ja, es steht immer noch schwer dort. Also keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Nicht mal unser Mana ist voll. Und 8 und 5 dicke. Hört sich eigentlich gut an. Wir gehen wie immer in die Verteidigungsposition. Oh. Mach mal hier das gleiche. So, Angriff. Rüstung rein. Und dann hoffen, dass wir, ja, in dem Fall sind nicht mal, jetzt sind wir nicht mal stärker. Also in dem Fall kriegen jetzt wir schon auf den Sack eigentlich. Okay, wir haben es ein bisschen abgefangen, ein bisschen. Kommt die KI mit der ersten Verstärkung. Wir stehen noch relativ gut da. Jetzt kommt unsere erste Verstärkung. Vom Computer auch gleich. Auf den kleinen Schmarrn nochmal ein Schild drauf, damit die ein bisschen länger stehen. Das ist halt das nächste Problem. Ich meine, unser Mana geht ständig direkt nach unten. Ohne Mana gewinnen wir den Kampf auf gar keinen Fall. So, letzte Verstärkung der KI. Ja, wir können eigentlich schon gar nichts mehr machen hier.
unsere Verstärkung. Ja, ist auch unsere letzte Verstärkung. Also wir kommen an die gegnerische Burg gar nicht ran. Wir machen mal Tempo 2. Ja, jetzt flieht er wieder. Jetzt flieht er an sich zwar wieder. Aber er hat halt hier schon wieder diese ganzen Helden. Ich, keine Ahnung, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Wir werden das Ganze jetzt einfach erzwingen. Punkt aus. Da kommt das schon wieder mit fast unmöglich. Also, es ist echt unglaublich. So, greift er mich an? Ja. Gut. Dann war's das jetzt. Wir können eigentlich direkt reingehen. Wir werden diesen Kampf auf gar keinen Fall gewinnen. Vermutlich mal eine sehr kurze Folge dann. Jetzt können wir alles reinpumpen, was wir haben. An Mana noch. Aber man sieht, unsere Truppen sind komplett auf dem Feld. Er hat noch Verstärkung. Also keine Ahnung, wie der an so viele Truppen so schnell rankommt. Der hat immer noch Verstärkung. Ja, komm. Komm, wir machen Tempo 2. Wie gesagt, wir werden das jetzt eh verlieren. Immer noch Verstärkung, sag mal. Ja, jetzt gehen wir unter. Das war's. War's. Also keine Ahnung, wie der an diese ganzen Truppen rankommt. Wir können natürlich hier jetzt immer, wir können natürlich hier nochmal auch kurz aufstocken. Wo ist der zweite Held? Du gehst mal weg. Aber da wird jetzt nicht mehr viel passieren. Was kann man denn noch holen? Theoretisch noch einen Knochendrachen. Nicht lange rummachen hier. Soll er mich angreifen? Wahrscheinlich, naja, wir sind hier eh schon auf fast unmöglich, also von dem her. Ja, da greift er mich wieder an. Wir gehen wieder in Verteidigungsstellung. Wir gehen direkt auf Tempo 2. Ich habe keine großartige Lust mehr. So, rein geht's. Wir haben noch nicht mal Verstärkung. Wir haben gerade die ganze Woche aufgekauft und wir haben nicht mal Verstärkung. Also von dem her, man sieht, wie lächerlich das Ganze hier ist. Mich würde nur interessieren, wie viel Burgen der Gegner hat. So, das war's. Wir können nichts mehr tun. Wir haben damit die Schlacht verloren. Wir werden jetzt trotzdem... Ich werde jetzt einfach nur den Zug beenden. Greift er mich jetzt nicht an, oder was? Ich klicke jetzt einfach durch. Ich will eigentlich, dass der meine Burg erobert. Damit wir... Oder damit ich mal das Ende sehe. Ich habe das Ende tatsächlich noch nicht gesehen. Ich möchte sehen, ob dann die Karte aufgedeckt wird. Ja, jetzt hat... So, Tempo 2, los geht's. Wir haben da eh keine Chancen. So, ich möchte aber noch darauf hinweisen, ihr seht das, wie schnell man auch am Ende vom Spiel ankommt. Wir haben jetzt ungefähr... das ist jetzt die vierte Folge...
Okay, ich könnte theoretisch noch was machen. Es ist jetzt die vierte Folge, also wir haben jetzt knapp über anderthalb Stunden ungefähr habe ich gespielt, ungefähr 30 Minuten pro Folge. So, jetzt müsste ich tot sein. Du hast keine Held und kannst ja weiter zusehen. So, jetzt schauen wir uns den Gegner an. Der Gegner ist nicht weiter als wir, hat ebenfalls nur eine Stadt. Und bringt fünfmal so viel Truppen in das Spiel wie ich. Why? Also echt heftig. Also knapp über anderthalb Stunden. Wer Heroes of Might and Magic kennt, der weiß, dass solche Matches bei Heroes of Might and Magic erst überhaupt erst nach anderthalb bis zwei Stunden überhaupt erstmal angefangen haben. Also das Spiel ist wesentlich schnelllebiger, zumindest auf der Karte. Ich meine, dafür, dass das eine große Karte ist, muss man sowieso sagen, wirklich groß finde ich sie gar nicht. Also hier wäre jetzt noch eine Stadt gewesen. Hm. Ist das überhaupt eine Stadt? So genau weiß ich es nicht. Also so groß finde ich die Karte jetzt eigentlich gar nicht. Ja, keine Ahnung, wie gesagt, warum der. Also der ist ungefähr so aufgebaut wie wir. Aber warum der so viele Truppen zusammenbekommt, ich habe keine Ahnung. Ob das vielleicht an den Elfenvolk oder so liegt, ich weiß es nicht. Also die Matches gehen auf jeden Fall wesentlich schneller. Ich werde mir das Ganze, oder es wird demnächst gleich noch ein neues Let's Play starten. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. War jetzt eine kurze Folge, 10 Minuten ungefähr. Ja, mir hat es Spaß gemacht, bis auf das Ende vielleicht. Ich mag das Spiel aber an sich sehr gerne. Schaut selber rein. Holt es euch, schaut es euch an, wie auch immer. Könnt mir auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr ein anderes Volk sehen wollt, dann starten wir einfach mit dem gewünschten Volk. Zählt vor allen Dingen wahrscheinlich für Nemex. Ja, Leute, dann Servus!